Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, Leute, alles super duper. Heute haben wir ein Geburtstagskind. Ich hoffe, wir werden sie finden. Ansonsten werden wir heute vielleicht noch mal angeln. So, guten Morgen, schöner Morgen. Die gute Maru hat heute Geburtstag. Morgen haben wir ein Fest. Sehr, sehr schön. Ja, moin, moin. Hier ist alles fleißig am Arbeiten. Oh, wir haben hier noch mal Marmelade. Sehr, sehr schön. Ja, wir werden sie ernten jetzt. Wow, das war knapp. Einmal das Lachsbeeren. Die werden wir aber verkaufen. Also Lachsbeeren-Gelee werden wir nicht behalten. So, komm. Da haben wir noch so viel von. Hier. So, machen wir erstmal wieder rein. Nein. Ach so, wir haben hier noch einen, haben wir noch frei. Ja, komm, dann nehmen wir doch noch mal eine. Wo haben wir sie da? Wir haben noch so viele. Also, kein Problem. Bekommen wir hin. So. Haben wir das? Wir werden hier Sonnenblumen jetzt einpflanzen. So, einmal hier. Guten Morgen. Na, wie geht's euch denn? Gut. Das sieht alles gut aus. Sehr, sehr schön. Einmal großes Ei, einmal kleines Ei. Ist auch nicht schlimm. So, dann einmal gießen, bitte. Oh, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Wir machen mal die Taschen leer. Nee, wir machen mal eins. Wir werden hier nochmal eine Kiste bauen. Ich glaube, da brauchen wir nur Holz für, ne? Ja. Ach so, jetzt können wir gar nicht, geht gar nicht. Können wir hier gar nicht, ja, so. Jetzt geht das hier nicht. Wie machen wir denn das jetzt? Hä? Okay. Wir brauchen Platz. Inventar voll. Gut. So. Aber ja, wir müssen erstmal ein bisschen Platz machen. Einmal hier. Ach so, jetzt haben wir die Eier sehr wahrscheinlich ja, ne, verloren oder so. Das wäre natürlich blöd, aber egal. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Das behalten wir soweit erstmal. So, komm, wir sollten erstmal. Ach so. Ach, wir haben sie nur liegen gelassen. Na, das ist ja schön. Wir machen jetzt mal so und so. Machen dann so. So und so und so und so. Und wir gehen jetzt mal eben rein. Stellen hier, wenn es geht, noch die Kiste hin. Geht natürlich nicht. Machen wir anders. Ja, bisschen hin und her und dann klappt das. Wir machen mal erstmal so. Die passt doch bestimmt, genau. So, machen wir das so und machen hier noch ein bisschen Zeugs rein, was wir einkochen können oder so. Na, dass wir noch ein bisschen von draußen gleich mal irgendwann mal umlagern können. Eier und Eier. So, komm.
dass wir Platz haben. Wir brauchen Platz, Platz, Platz. So, einmal hier rein. Das. Dann legen wir... Ja, komm, wir legen die Blumen einfach hier jetzt mal rein. Es geht jetzt nicht anders. Erstmal nur, dass wir Platz haben. So, hier haben wir sowieso auch schon voll. Ist aber blöd mit dem Kuchen so, ne? Ach so, das geht so. Gut. Weil wir müssen auf jeden Fall... sind die hier schon fertig? Nee, Gott sei Dank, die sind noch nicht fertig. Nein, nicht Gott sei Dank, aber wenn wir das jetzt alles auf einmal einsammeln müssen, dann hätten wir jetzt wirklich ein Lagerungsproblem. Ich will nämlich auch hier die... Na, wie heißen sie? Die Melonen. Da, wir brauchen da ja noch ein bisschen Melone, um das auch in das mysteriöse Haus abzugeben. Also, wir brauchen die auf jeden Fall, um sie mitzunehmen. So, da haben wir das. Aber die sind fertig. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Rotkohl. Sehr, sehr schön. Das ist fertig. Ist, also gefällt mir mega gut. Ich würde ihn am liebsten noch mal pflanzen, weil er so schön aussieht, finde ich. Sammeln wir erstmal ein. Gleich haben wir wieder kein Wasser, leider, leider. So. Die nehmen wir mit. Gucken wir mal, was wir hier noch hinpflanzen. Ob das nochmal reicht oder nicht. Ich glaube ja. Komm, wir holen nochmal gleich Wasser. So. Dann gucken wir hier. Auch nochmal. Ist auch schon fertig. Sieht mega genial aus. Diesen Hopfen finde ich auch nicht schlecht, aber ich finde es echt nervig. Mit dem, dass man nicht sehen kann, wo man hingießt, ne? Unsere kleinen Hühner. Alles schön. Alles gut. So, komm, schwuppdiwupp. Haben wir erstmal gegossen. Hier pflanzen wir danach. Machen wir nicht, glaube ich, nicht heute. Wir gehen mal rein. So, dann können wir nämlich hier jetzt schon mal Rotkohl, Peperoni und Peperoni, dass wir ein bisschen Platz bekommen. So, einmal das. Können wir dann noch einkochen? Ja, kleiner Mann. Hier haben wir sonst nichts weiter. Dings haben wir dabei, den Kuchen haben wir dabei. Den sollten wir dann gleich auch wirklich gucken, dass wir die gute finden. Alles gut. Hier auch. So, da gucken wir bei dem mysteriösen Gebäude. Ja, das Zeug. Ach so, ja. Das sollten wir auch hier vorne mal mit nach oben legen. Die eine Blume, die verkaufen wir noch. Hier den einen Mohn. So, gut. Hallo Jonah, morgen sammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bringen auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Komm zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Bürgermeister Louis. Ja, da haben wir letztes Mal irgendwas reingetan und das war dann nicht speziell genug oder so, ne? So, hier haben wir sonst nichts. Alles klar. So, kleines Hühnchen, da werden wir Sonnenblumen hinpflanzen, aber wir werden jetzt mal gerade mal gucken, dass wir die gute Maru finden.
Das wäre ganz schön. Dass wir hier zum Geburtstag gratulieren können. Der Bürgermeister steht da. Sitzt die hier vielleicht unten auf der Bank? Nee, weil manchmal sitzen die hier ja, ne? Wir gucken mal. Jetzt kommt wieder das Schwierige. Wo ist sie? Also hier ist keiner. Das ist sie nicht. Das ist Emily. Gut. Tja, jetzt haben wir wieder das Problem, ne? Wir wissen nicht, wo sie ist. Die gute Maru, die sitzt hier sonst mit ihrer Freundin auf der Bank. Macht sie jetzt aber nicht. Komm, wir gehen mal zum Strand. Gucken mal nach unseren Reusen. So. Na toll. Ja, das machst du öfter, ne? Ich wollte aber eigentlich gerne das hier. So. Geht das jetzt nicht? Doch, ich wollte es ja auch gar nicht schenken. Was haben wir denn hier? Garnele. So. Was haben wir hier? Müll. Sammeln wir Müll. Wie wär's, wenn du da mal einfach ein bisschen an die Seite gehen könntest? So. Das wollten wir ja auch gar nicht machen. So. Da haben wir noch eine Garnele, immerhin. Und den Rest haben wir Müll. So. Gucken wir gleich mal, ob wir die gute Maru finden. Ich weiß nicht, ist die auch in der Kneipe? Keine Ahnung. Da habe ich wieder keine Ahnung, wo wir sie finden können. Wir finden sie ab und an mal unterwegs. Oder sie sitzt halt hier. Das sind die beiden. Hier kommen wir wieder nicht durch. So. Ach so, sitzt die nicht manchmal dann auch vielleicht bei dem mysteriösen Gebäude hier? Da sitzt doch auch manchmal jemand. Da war ein Hase. Zack. Hier sitzt doch auch manchmal jemand. Ist das nicht die? Ja, da sitzt aber keiner im Moment. Mann. Wir finden sie wieder nicht. So, komm. Wir gucken mal, was wir hier abgeben können, wenn wir gerade hier schon sind. Da haben wir nichts von. Aber vielleicht hier, ne? Den hier. Thunfisch haben wir nicht. Riffbarsch. Ach so, das ist der Buntbarsch. Heilbutt. Ne, da haben wir sonst nichts. Teichfische. Da haben wir auch nichts von. Nachtfische. Haben wir auch nicht. So, komm, dann wieder. Ach so, diesen Schrimp oder den Hummer können wir auch nirgendwo reinlegen. Ach so, das war vielleicht hier schon, ne? Ja, das kann natürlich sein. Ja, gut. Dann nicht. Jetzt gucken wir noch mal hier, ob wir sie finden. Hier ist sie nicht. Tja, sieht schlecht aus wieder. Also
Werden wir vermutlich nicht finden, wenn sie uns jetzt nicht irgendwo noch entgegenkommt, durch Zufall. Dann hier sitzt auch keiner. Tja, da kommt Abigail. Da ist der Elliot. So. Gucken wir noch mal hier. Da kommt der Schmied. Es ist also auch schon so spät, ne? Bald wird's dunkel. Da können wir nichts machen. Wir können jetzt einmal gucken. Hier noch mal einmal in der. Das ist sie nicht, ne? Nee. Ist sie das? Nee. Das war der Schmied. Da gehen wir mal schnell vorher. So, da haben wir die. Leider nicht. Na komm. Tja, Leute. Das wird nichts mehr. Die werden wir nicht mehr finden. Ach, wir können hier nochmal hochgehen. Hier kommen sie uns ja auch manchmal entgegen. Oder sie läuft hier manchmal auch lang. Ob uns jemand entgegenkommt, aber hier ist auch keiner mehr. Nee. Da wird jetzt auch keiner mehr sein. So. Kleine Glühwürmchen. Komm, wir gucken mal beim Linus. Und dann schenken wir Linus die Torte. Wenn wir ihn jetzt finden. Guck, hier haben wir noch so eine Beere. Nehmen wir mit. Jup, jup. Hier ist keiner. Ist er da? Ja. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Siehst du, da freut er sich. Dann haben wir wenigstens den Kuchen noch verschenkt. ihm gönnen wir es ja auf jeden Fall, ne, dem armen Kerl. Wenn wir sie schon nicht treffen, dann haben wir wenigstens noch was Gutes getan und ihm eine Freude bereitet, hoffe ich. Ja, ist dann halt so, wir haben sie wieder nicht gefunden. Schade, schade. So, komm, wir machen hier den Laden dicht. Dann können wir diese Dinge auch verkaufen, wenn wir da hier nichts mitmachen können. Riffbarsch, Rotbarbe, Heilbutt, Garnele, Hummer, Dings, das und dies und das und hier und da. So, dann haben wir alles gut. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. Auch nicht schlecht. So, und der Tag ist schon wieder vorbei. Mann, Mann, Mann. Wir nehmen mal die Sonnenblumensamen hier. Die können wir dann morgen früh einpflanzen. Ich würde das hier ja gerne mal rausnehmen. Dann machen wir noch ein bisschen Ordnung hier. Gucken mal, was haben wir denn hier? Wir können ein bisschen was mitnehmen. Hier, die und die und die. Die würde ich auf jeden Fall noch gerne einkochen. Die auch. So, das. Die Blumen, die können wir dann eigentlich auch verkaufen. So, wir legen mal das Blümchen hier, den Mohn, noch erstmal hier rein. Müssen wir mal gucken. Knoblauch haben wir noch da. Tomaten. Gut, so, komm. Dann machen wir. Ja, gehen wir rein. Unser kleiner Hundemann ist da. Sehr, sehr schön. Komm, dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen was, wo wir noch einkochen können, wenn wir möchten. Dieses Ganze. Ich weiß nicht, ob das geht.
Oder ob wir damit irgendwas kochen können? Fragezeichen. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß es nicht. So, er schläft, unser kleiner Hundemann. Gucken wir mal. Oh, die Königin der Soßen. Wir gucken mal eine Wiederholung, was es heute für ein Rezept gibt. Ob wir das schon. Ja, kennen wir schon. Also brauchen wir nicht Forellensuppe. Ja. Ist jetzt aber auch nicht so unbedingt, was ich jetzt so mega lecker finden würde. Einmal der Wetterbericht. Willkommen bei Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Luau. Die Festivitäten finden am Strand statt. Beginnen zwischen 9 und 14 Uhr. Sei rechtzeitig da. Ach so, ja, machen wir. Da müssen wir was mitnehmen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Tja, tut mir leid, liebe Maru. Wir haben dich wieder nicht gefunden. Tja. Ab ins Bett. Na, immerhin haben wir ganz gut verdient. Sehr, sehr schön. So, das gefällt mir. Ja, und das war er, der 10. Tag im Sommer. Guten Morgen, schöner Morgen. Ja, wir haben heute dieses Fest. Wir werden auf jeden Fall uns irgendwas Besonderes mitnehmen. Mal gucken, wir nehmen sehr wahrscheinlich diese Karotte mit. Diese Höllenkarotte, weil letztes Mal hatten wir ja nur gewöhnliche Suppe. Mal gucken, ob es dadurch ein bisschen außergewöhnlicher wird. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Wir werden es sehen, ob das okay geht oder nicht. Aber das werden wir morgen sehen. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.